Ja, da sind wir wieder zurück, Erik, ne? Bei Deadpool. Papas Pullover. Papas Pullover. Papa, Deadpool. Nice. Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. So, ich pack mal die Bunkerschlüssel, pack ich mal Bunker 24 Key, Bunker 11 Key, die pack ich mal weg, ne? Ja, ich glaube, die brauchen wir eh nicht mehr, aber ja, als Erinnerung. Glaube ich. Genau. B24 Cell Key haben wir hier noch. Zweimal, Bunker 24 da. Und ich habe dann noch einmal für Flower Shop Key habe ich noch. Ich weiß nicht Oh! genau, was der. Ich weiß nicht genau, was der macht. Tobi, komm mal kurz. Warte. Ja. 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 Geh mal kurz an diesen Schrank hier. Ich hab einen Schluck auf. Oh. Ja. Nimm mal die 1911er raus. Und wenn du genau hinguckst, sind da vier Magazine, vier geladene. Oh, Da tatsächlich. müssten, habe ich dir einfach mal vorbereitet. Alter, hatten wir das alles gehabt? Nein, also die Magazine waren schon da, aber die waren leer und ich habe FEDs reingemacht. Die Federals, die kommen da rein. Oder die 7N31, die gehen auch da rein. Beides 9 mm. Oh, cool. Langsamer, langsam, Tobi, langsam, langsam, ne? Also bald, puh, sieh dich besser vor. Ich merke das schon, ja, ich merke das schon. Ne? Warte mal, kann ich dann, wie kann ich denn dann jetzt dir die andere wieder zurückgeben? Die Magazine. Ah, hier. Warte, ich kann das Magazin da rausholen. Genau. Dann habe ich die Desert Eagle. Ich schmeiß dir mal die Desert Eagle dahin. Kannst du die mal drehen und da wieder reinpacken? Ich kann die nicht mehr drehen. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Keine Ahnung. Warte. Dann lege ich dir auch das Magazin dahin. Das liegt hier vor mir. Achso, brauchst du die Deagle überhaupt noch? Nee. Dann nehme ich die 911er. Achso, ja, easy. Dann, ja, genau. Hier liegt das Magazin. Ah, cool, vielen Dank. Ist das leer? Eine Kugel noch drin, aber ich habe mir Muni mitgenommen. Kann ich jetzt mal. Flupp, habe ich nachgefüllt. Cool. Dann habe ich vier Magazine und die Knarre. Ja, gut, die soll ich vielleicht mal nachladen. So, ist geladen und dann schmeiße ich da wieder die Dinger rein. So, prima. Nice. Nice. Von Achso, der ich dachte gerade, was denn das hat. Waffe-Experte. Ja, Alter, hier, kein Problem. Ja. Knickknack. Morgen PUBG, let's go. Ja, let's go, bin ich dabei. Ich verstecke mich aber irgendwo im Dachboden und hoffe, dass alles vorbeigeht. Und bin aber Zweiter, weil mich keiner entdeckt hat. Wobei bei PUBG spielt man ja mittlerweile fast, also am Anfang, wenn man da neu reingeht, ist PUBG nur noch gegen Bots. Das ist bei allen Battle Royale-Spielen irgendwie im Moment so. Ja, habe ich mitbekommen. Das soll ja so Mitspieler faken, damit die Spiele beliebter wirken, ne? Ja, und dann halt auch, dass du dich halt auch gut fühlst, wenn du dann irgendwie mal so 10 Kills machst oder so, dann fühlst du dich halt voll wie der Beppo, so, weißt du, so, oh, geil, Alter. Ah, verstehe. Alles klar, alles klar. Deswegen nehme ich auch gerne mit dir auf, Tobi. Danke. Hey, nein! Damit ich mich nicht, damit ich mich wie dein Beppo fühle. Bei Wer ist deinen, jetzt der Beppo, hä? Wer ist jetzt der Beppo? Tobi, Hilfe! Boah, die Tür geht mir voll auf den Sack. Ich hasse die. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Würde mir auch auf den Sack gehen. So, tschüss, lieber Engel. Ja, hier Das war wohnen die wir, Heilige. das sieht man sofort. Könnte aber auch so eine Empfängnisgeschichte sein, ne? Theoretisch. Oh, Tobi! Was denn? Bei der zweiten Leiche direkt Circuitboard gefunden. Oh geil, das heißt, wir brauchen gar nicht losgehen, weil wir finden jetzt eh keins mehr. Ja, jetzt ist es vorbei. Aber nice, cool. So, hier noch ein bisschen Money. Money, Money, Money. Noch ein bisschen Money, Money und Money. Money, Money, Money. AK-30 Magazine Money, brauchen wir aber, glaube ich, nicht, ne? Wir brauchen nur Muni, aber keine Money. Magazine mehr. Ja, Magazine haben wir, glaube ich, genug. Okay. So. Ich glaube, mehr als vier brauchen wir da auch wirklich nicht pro Knarre. Ja, ich glaube auch nicht. Ich würde gerne mal die anderen Knarren ausprobieren. Ja, also vielleicht nochmal so nach und nach gucken, was wo reingehört und so. Oh, Paintball-Mask, aber ganz ehrlich, so Masken nehme ich jetzt auch nicht mehr mit. Wir Nee, haben so nee. viele und so viel Stuff und bla. Das Ding ist halt, wir werden es halt nie hinbekommen, glaube ich. Also so eine AK, das sind 30 Schuss. Guck mal, wie lange wir brauchen, bis wir 30 Schuss zusammengesucht haben. Und wie schnell Ja, die dann halt ja, einfach weg sind. ja. Das stimmt. Vor allem bei der Banshee. Ja. Bei den normalen Zombies würde ich keine Schüsse investieren, weil das lohnt sich einfach überhaupt null. Nee.
Gut, ich meine, hätten wir es gehabt oder wenn hätten wir es dicke, hätte ich gesagt, im Dunkel hätte sich das schon gelohnt. Aber sonst, keine Ahnung. Ja, aber dafür brauchst du halt viel mehr Muni. Nicht dieses bisschen da, was man da kriegt. Und die müsste man halt craften können. Also das wäre nice, wenn das gehen würde. Ich glaube, das geht. Also man findet ja immer mal wieder Gunpowder, aber auch davon halt einfach zu wenig. Erik! Komm mal ins Nachbargebäude. Guck mal, was da liegt. Oh, geil. Geil, Tobi. Oh, nice. Richtig nice. Das Schöne ist, man kann im Nomad-Pack, Backpack zwei Nomad-Backpacks reinpacken. Das ist schon spannend. Und ich glaube, das reicht dann auch schon. Genau, ich glaube, das reicht dann auch schon. Dann brauchst du diese fucking Military-Dinger nicht mehr da drin. Dann hast du es alles ein bisschen übersichtlicher, aber die sind leider selten halt, ne? Die sind relativ selten. Die wissen warum wahrscheinlich. Ich dachte gerade schon, da liegt noch so ein Ding. Aber war's nicht. So. Heute ist, das ist ja natürlich cool. Heute ist nicht so viel los zum Glück in der Stadt. Ja, wir haben die Bunker zugemacht. Merkt man. Ja, also ein paar Soldaten laufen hier und da noch rum. Da drüben zum Beispiel. Da läuft nur noch ein Hotdog rum. So, ich durchwühle erstmal wieder professionell die Mülleimer hier alle. Wie man es halt macht. Metall nehme ich auch noch nicht mit, weil scheiß drauf. So. Okay. Tag, Tobi. Schön, Erik, schön. Immer rauf da. Oh, Desert Eagle Magazin, das nehme ich mit. Ich glaube, 4 Magazine reichen zwar, aber die aktiven Sachen vielleicht. So, mal gucken. Alter, hier stehen 3 Wasserkanister. Der Fette ist hinter der Kirche. Der geht jetzt auf den Kirchenparkplatz. Nee, ich bin hier im Haus. Ach, Tobi, bitte. Tobi, bitte. Erstmal schön ins Fat-Shaming reindrängen, den Erik. Ja, ja. Was soll denn das? Gestern habe ich noch abgenommen und ich war richtig stolz drauf und jetzt kommst du wieder. Ja. Irgendwas grummelt hier draußen wieder. Oh, ich habe Wood habe ich gefunden. Ich beobachte dich. Alter. Scary. So, hier liegt ein Odatti. Essen nehme ich trotzdem mit. Tomaten, Äpfel und so nehme ich trotzdem mit. Ja, okay, ich habe es extra liegen gelassen, aber ja, gut, dann nehme ich es vielleicht auch mit. Ja. Ja, also schaden kann es nicht. Ich meine, wir haben zwar ein bisschen was zu Hause, aber naja, lieber zu viel als zu wenig. Haben es besser als brauchen, das stimmt. Ne? So. Ich werde das alles. Oh, geil, eine Pizza vom Klo. Ja, die hau ich mir direkt rein. Die esse ich direkt von der Brille, ohne die anzuheben. Einfach so. Oh, Zombie im Bus. Das ist ja kacke gelaufen. Guck mal hier. Oh. Und die Türen sind zu. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Ah, guck mal, hier ist noch einer aus dem Bunker. Okay, cool. Dragunov. Für Dragunov habe ich, glaube ich, auch Munition zusammengestellt. Oh, okay, das ist nicht schlecht. Das ist zwar gegen die Dicke, also gegen die Banshee nix, weil die ist halt so schnell. Bei der brauchst du, glaube ich, irgendwas, was sich sehr schnell entleert, ne? Ja, AK halt oder so, ne? Also, oder dein, so dein Sack. Ja, oder die. Gut, das hätte ich natürlich machen können, ne? Ja, hätte man das gewusst vorher, Tobi, dann hätte es direkt draufhalten können. Nächstes Mal muss ich einfach meinen Dödel raus. Dann wird die schon gucken. Die letzte 3-mal durchschossen, Tobi. Oh, hier ist aber ganz schön was los. Da muss man auch vorsichtig sein. Wieso schlägt er manchmal nicht mehr? Ja, irgendwie laggt das manchmal zwischendrin. Ich hab das auch. Ja, weiß ich, was ich bin gerade in der Luft. Bin gerade in der Luft gefreezed. Nice. So. Bisschen Geld, bisschen Apokalypse-Helmet, bisschen Tobi. Hier ist für jeden was dabei. Oh, ich muss mal healen, glaube ich. So. Bisschen Trash-Pfeil.
Military Backpack. Okay, hier ist aber halt nirgendwo so ein blödes Leiterding. Kannst vergessen. Die sind halt echt super selten. Ja. Wenn es halt, weißt du, wenn es vielleicht im Laden, diese gibt es ja diese Stores, ne, so Music Store, pipapo. Im Essen-Store gibt es Essen, aber sonst gibt es da nicht so einen Hardware-Store, wo sowas mal rumliegt, oder? Nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Oder sind wir zu doof, noch zu raffen, oder haben wir das einfach nicht gesehen, oder hatten wir Pech und da lag einfach nichts? Ich glaube, sowas gibt's nicht. Also, ich weiß es nicht, aber ich habe sowas bis jetzt noch nicht gefunden. Weird. So, Schallplatte, ich glaube, die sind alle gleich, ne? Ich denke mal, oder? Ich weiß es nicht. Okay, man kann auf die Insel vom Leuchtturm übrigens. Aber da ist nichts. Vom Leuchtturm? Ja, da kann man hin, aber da ist nichts. Ah, ich sehe dich da hinten rumlaufen. Ganz klein. Ich gucke gerade aus dem Fenster, du siehst mich nicht. Doch, ich weiß, dass du da hinten geradeaus in dem Haus bist. Ja, und ich sehe... Ich sehe dich auch. Siehst du mich, wenn ich auf und abspringe? Ja. Im Fenster? Oh, cool. Du bist im 1, 2, 3, 4, 4. Stock. Oder fünften. So, Paintball Mask, toll. Wie soll ich die Goggles überhaupt mitgenommen? Ich habe keine Ahnung. 1911er brauchen wir auch nicht mehr. Metall brauchen wir halt auch nicht mehr. Munition wäre schön, wenn irgendjemand mal hier irgendwie Munition hätte. Noch eine Desert Eagle, aber die brauchen wir auch nicht mehr. Scheiße. Scheiße, Tobi. Das ist nicht gut. Ich habe das Gefühl, diese Häuser durchsuchen lohnt sich irgendwie auch eher begrenzt. Wo noch geiler Scheiß lag, war bei den Hangar-Dingern, wo man diese Türen aufdrehen konnte. Diese Türen aufmachen konnte. Vielleicht mal, oder vielleicht da, wo man respawned hat, da war ja auch so ein riesiger Schiffshafen gefühlt. Warst du das? Ja. Okay. Ich dachte schon, hätte ein Zombie irgendwo gegengehauen. Was ist das? Boxcutter. Ein Boxcutter braucht auch kein Mensch. Boxcutter, aber die sind wichtig. Ohne ist das Überleben schier unmöglich hier. Ich weiß so nicht mehr, wo das Ding ist, wo diese drei Hangar-Dinger waren. Drei Hangar-Dinger? Ja, da konntest du so Türen aufschieben, da bin ich vorhin auch gespawnt. Da lag ganz nasser Stuff rum. Ich glaube, dazu müssen wir hier vorne links eventuell so ein bisschen am Wasser bleiben. Die Atombombe erinnert mich übrigens übelst an Megaton aus Fallout 3. Ja. Möchtest du zünden? Klar, hä? Ich hab's natürlich nie gemacht. Nein? Doch, ich hab's einmal gemacht und einmal nicht. Aber einmal musste ich's machen. Ich hab's mir im Video angeguckt, wie es dann ist. Ja, gut, das hätte ich auch machen können. Aber nö, ich wollte es einmal sehen. Du hast beim ersten Mal gezündet, beim zweiten Mal wolltest du einfach sehen, wie es ist, wenn man es nicht macht. Ja und? Ist doch egal. Vielleicht alle verdient gehabt. Oh nice, Munition. Geil. Vielleicht, oh, was willst du denn? Hallo? Du Opfer. Ist der Säbel eigentlich besser? Nee, ne? Sieht aus wie ein Knecht. Oh, oh. Knecht Ruprecht. Oh, Alter, läuft mit dem Tisch und mit einer Axt rum. Was ist nur mit den Punks heutzutage? So, hier ist aber auch echt viel los, ne? Der Typ auf dem Auto steht immer noch da. Wobei hier war immer viel los. Auch letztes Mal, als wir schon da waren, ne? Ja, das stimmt. Hast du recht. Man muss auch mal gucken, dass einen keiner verfolgt gerade, ne? Ja. Wenn man nicht von hinten aufs Maul kriegt. Achtung. Okay. Nice. Ja. Oh, hallo. Geil. Huch, oh süß. Sweet. Matsch. Warte mal. Adventure Pack. Die
Adventure Packs sind auch nicht so schlecht, aber. Weißt du noch damals, als wir Adventure Packs gesammelt haben? Ach, hör das auf. Ach, das. Wie low wir doch waren. Dann die Camp Packs. Oh, Vorsicht, warte. Berliner. Der respektiert aber auch nicht, dass ich am Trinken bin, ne? Nee. So sind sie wieder. Typisch. Gönn einem nix. Oh, warte mal. Im Vorbeigehen. Au. Die Turbinator-Fleischfabrik einfach. Warte mal, kann ich vielleicht, wo ist mein Trinken? Da kommt einer, pass auf. Nein, ich will was trinken. Ich bin gerade am Healen. So, nix dabei natürlich. Dann muss ich nochmal healen, weil ich gerade was trinken wollte. Entschuldigung, Spiel. So, genau. Und da kommen wir denn jetzt, da kommen wir jetzt rüber. Achso, warte mal. Na, Frau Sekretärin. Heute mal einen freien Tag, wa? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, da vorne sind die Dinger. Genau, genau, genau. Nice. Aber. Unser Weg ist gepflastert von Leichen. So. Die haben alle nichts dabei. Nee. Die Leichen sind alle leer. Das sind ja tolle Überseesachen, die hier drin sind. Wow. Also die Container sind richtig. Da ist eine Batterie immerhin, habe ich gerade gesehen. Football Helmet, darunter liegt unter Diskette. Die nehme ich mit. Football Helmet brauche ich nicht. Geil. Einfach nichts. Nee, ne? Also gar nichts. Autobatterie und Blumen. Painkiller habe ich jetzt aber wirklich wieder genug. Was ist das da? 1911er. Jede Menge Batterien, aber keine Halbleiter-Dinger. Kannst vergessen. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ach, da bist du schon zugange? Okay, dann gucke ich mal einen zweiten Hangar. Hier ist noch so eine coole Maske. AK-45 Magazin. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon welche habe. Ich nehme es mal mit. Das ist echt. Vielleicht liegen die auch immer auf dem Boden und man sieht es einfach nur nicht, weil die so pissig klein sind. So. Alter, die Zombies haben gar nichts mehr dabei. Kann das sein? Nee, irgendwie nicht. Ich krieg nichts mehr von denen. Diese geizigen Bastarde. So, hier ist der zweite Tunnel. Theoretisch könnte man sich da... Oh, nö, komm. Alter. Ich schmeiß mir die Pillen rein wie Bonbons einfach. Gönn dir. So. Moin. Ja, moin. Irgendwie ist das hier ganz schön low, ernüchternd. Einfach. Richtig low. Ja, ne? So, warte, Painkiller. Wupp. Sonne geht bald unter. Warst du in den Häusern drin? Nee. Noch nicht. So. Na, wühlen Sie wieder im Müll? Was? Und snackt sich eine Tomate. Elendes Gesindel. Die war noch fast frisch. Was soll ich denn sagen? So, hier auch noch einer. Hat geschmeckt wie so eine passierte Tomate in Stücken. Du findest halt auch mehr Autobatterien als diese Mainboards und so, ne? Ja. Als ob es realistisch ist, dass die einfach so in Häusern rumliegen. Ja. Oh, das bist du. Das bist du. Alter. Hm? Kannst du mir mal kurz helfen? Wo bist du? Ich bin in einem dieser Hauseingänge, aber da muss man sich bücken, um unten durchzukommen. Und ich kann mich nicht bücken, weil da ein Zombie gerade vorsteht. Oh, warte, du warst, glaube ich, in dem Haus hier, kann das sein? In dem ersten gelben, ne? Ja, kann sein. Oh. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Kein Problem. Kann man ich helfe mich doch, nicht schlagen. Ich helfe doch gerne, wenn du dich nicht bücken kannst. Ach du, das ist so selbstlos von dir. So, ich mag deine Formulierung. So, ist hier sonst? Häuser absuchen ist auch irgendwie so low. Beim Müll lohnt sich's irgendwie immer, aber wenn man so Häuser abgeht, Etage für Etage, da ist immer so gefühlt nix. Haben wir das hier? Ich nehme Magazine einfach mit, weil ich nicht weiß, ob wir die schon haben, weil ich mich nicht auskenne. Ja, wobei wir eigentlich schon relativ viele Magazine mittlerweile haben. Ich würde jetzt nicht sagen alle, aber ich glaube, wir haben schon ordentlich. Ja, das auf jeden Fall. So, jetzt bin ich ganz oben auf dem Haus und das ganze Haus war voller Schrott. Ich hoffe, man kann sich irgendwann wirklich so eine richtige, ne, so Hütte bauen und bla 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 mit allem drum und dran. Ich hoffe, da wird noch ein bisschen ausgebaut. Ja, ich denke momentan schon. Momentan fühlt sich das alles so an wie losgehen, sammeln, nach Hause gehen. Losgehen, sammeln, nach Hause gehen. Fehlt noch ein bisschen was irgendwie, ne? Ja, so ein bisschen Crafting, so ein bisschen mehr bauen und so wäre schon nice. Aber wie gesagt, vielleicht, das wird mit Sicherheit irgendwann noch kommen. Ja. Oh, ich habe ein Circuit Board gefunden. Tobi, was? Das sind schon zwei Lampen. Diese Reichtümer. Ich glaube, wir werden sterben. Ja. Circuit Boards sind die neuen Diamanten. Ja, genau so. Oh, gleich Kaffee. Gleich kommt ein Creeper um die Ecke. So. Käffchen. Eine Tomate hinterher. Und noch ein Wasser. Lecker. Geld. Ich sippe das Water, Tobi. Slip it mal in. Was? Was? Bitte was? Rein damit. So. Wohin willst du die Flasche denn genau haben? Okay, das hier ist Feuerwehr. Warst du schon in einer Feuerwehr? Nee. Ich glaube, man hat irgendein riesiges Hochhaus hoch und ich habe keine Ahnung, wo das Ende ist. Ah. Oh, hier sind Feuerwehrdinger. Hier sind so Feuerwehr. Wie heißt das nochmal? Da, wo die runterrutschen. Stangen. Ja, genau. Das Wort fiel mir nicht ein, Tobi. Gut, dass du immer an Stangen denkst. Oh, ich bin auf dem. Ist das. Ja. Nee, das höchste Haus, da waren wir damals da letztes Mal drin, ne? Mhm. Das war auch ziemlich hoch hier. So, hier ist sonst gar nichts. Okay, hier sind die Feuerwehrstangen. Üp. So, cool, bin Feuerwehrmann. Ich kann jetzt alles, was man können muss, an der Stange runterrutschen. Mit einem Schlauch wedeln. Ja, das stimmt. Und dahin fahren, wo es heiß ist. Mhm. Oh, geil, Muni. Alter, ich, munitionstechnisch für die Desert Eagle, das ist ganz gut, ne? Hab auch noch 70 Schuss auf Reserve. 70 hier. Schuss, Alter. Ja. Was M4. Für ein Luxus. Mhm. Also Desert Eagle vielleicht doch ganz nice. Geht vielleicht auch zu zweit, ich weiß es nicht. Box of Nails. Kann es sein, dass es langsam dunkel wird und wieder Probleme kriegen? Nein, hä? Was für Probleme? Okay, gut, ich wollte es nur aus seinem Mund hören. Prima. Probleme. Dann mache ich mir keine Sorgen. Wenn du das so sagst, dann mache ich mir keine Sorgen. Was ist denn das? Oh, fuck, ich bin so doof. Schlag doch mal zu! Alter! Bis der den Knüppel mal rausholt, ne? Tobi. Doch kein Feuerwehrmann. Tobi. So, ich pack mal kurz meine Banane weg. So. Apple, Apple, Tomato, Tomato. Apple, Apple. Hier ist auch noch Tomato, Tomato. Und noch eine Banane. Okay, dann ist hier alles voll. Mein Essensrucksack ist dicht. Das hier kann ich wegschmeißen. Davon haben wir, glaube ich, auch genug. Das kommt hier rein. Das Ding könnte eigentlich nach oben. So. Oh, ich habe auch einen Flower Shop Key gefunden. Cool. Oh, nice. Ich weiß genau, wo du bist. Beim Brunnen? Nee, ich dachte, in so einem kleinen Laden.
Nee, ich habe den gerade in so einem Brunnen gefunden. Ach so, in einem Brunnen? In einem Brunnen, ja. Oh, schön. Nee, dann weiß ich, okay, ich habe den auch so einem kleinen Laden, habe ich da. Hast du mich gerade ausgelacht? Hä, nein, ich habe dich angelacht. Hast du nicht mein verschmitztes Lächeln dabei gehört? Wir sitzen nicht nebeneinander, um dass diese Ausrede zählen würde. Hi, Tobi. Du Schöner. So war das. Hast du gerade den Lachrasenmäher gestartet? Tobias. So. Ja, ob wir in der Nacht nach Hause kommen, ich glaube nicht. Oder bist du schon wieder auf dem Weg? Ich glaube, ich bin unter dem Haus, wo du gerade läufst. Ich höre deine Steps. Ah, okay, das kann sein. Dein dickes Getrampel höre ich gerade. Ist lustig, die Stadt ist so riesig und wir kleben trotzdem aneinander. Ja, ich glaube, zusammenbleiben ist gar nicht mal so schlecht, weil manchmal... Okay, Tobi, lass uns für immer zusammenbleiben. So war das jetzt nicht gemeint, ich meinte jetzt in dem Spiel hier. Tobi, ich freu mich wirklich, dass du das auch so siehst. Ich wollte mich in so einer long relationship committen hier. So war das nicht gemeint. Ach, Tobi, ich freue mich doch. Schön. Erst die Blumen zum Valentinstag. Das ist alles sehr romantisch hier, das Ende der Welt. So. Was ist hier? Hier ist auch der Spawn. Das ist da, wo du letztes Mal gespawnt bist. Da vorne ist der Wohnwagen. Genau, das müsste die Ecke hier sein. Ja. Okay, ich sehe nichts mehr. Es ist sehr dunkel. Ja, hier auch. Vor allem das Treppenhaus ist super düster. Okay, hier geht's aber nicht nochmal hoch, ne? Nee. Wo bist du denn? Ich bin gerade hier zwischen den zwei Häusern und jetzt gleich wieder auf dem Vorplatz vorne, wo die Feuerwehr ist. Ah, ich bin oben auf dem Dach eines gelben Hauses. Da oben sehe ich dich. Ja. Kein Bock jetzt nachts wieder nach Hause zu laufen, wenn ich ehrlich bin. Bist du ein Mann oder eine Maus? Piep. So, weiß ich. So. Ich meine, theoretisch ist das nicht so wild, aber man sieht halt kaum was, ne? Ja, das stimmt. Es ist schon sehr dunkel. Und wenn dann jemand angreift und du siehst halt die Hand vor Augen nicht? Die Nacht vor Augen. Hey, na. Geil. Aber irgendwie ist hier ganz schön leer gerade, ne? Wahrscheinlich gerade Blutmond. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Oh, Blutmond. Wo war das nochmal? War das bei... Seven Days, Tobi. Seven Days war das, ne? Ja, geil. Ja, voll gut. Das könnten wir ja eigentlich dann, ne, und so. Weiß ich nicht. Kann man auch mal wieder machen. Wird das können? Also können jetzt nicht, aber spielen immerhin. Das stimmt. Spaß haben können wir ja auch, wenn wir es nicht können. Genau. Das ist unser... Huch. Sind wir schon wieder bei den Containern? Haben wir uns verlaufen? Weiß ich nicht. Oh, hier ist noch ein Wood Cabinet. Oh. Ja, wir sind bei den Hangars wieder. Hier sind die Container. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Cool. Das gibt mir Hoffnung. Immer noch neue Space for Item. Okay, das ist doof. Weißt du was? Ich mach mal so. Mal, warum nicht? Ich leuchte. Oh, jetzt bleib doch mal stehen, du blöde Kacksau. Geil, Tobi. Tobi. Was denn? Nein, man muss ja auch seine Aggression abbauen, das ist schon richtig. Lieber an ihm als an mir. You're so. Next. Goldberg noch immer gesagt. You're next. Oldberg mittlerweile eher. Aber mal, hier waren die Container. Okay, da müssen wir gleich hier links rum, ne? Kamen wir nicht von da? Ja, ich dachte, du willst wieder zurück oder wo willst du hin? Achso, ich dachte, wir laufen einmal so um die Map rum. Ja gut, das können wir auch machen. Ja, also um die Map rum geht, glaube ich, nicht, weil, oder? Ich weiß es, doch, haben wir schon mal gemacht, aber das ist noch ein weiter Weg, glaube ich. Läuft hier Alter, was? Es ist viel zu dunkel.
Ja, da ist irgendwas, aber es ist halt viel zu dunkel. Wir können auch hier eben schnell ein Haus hochgehen und dann einfach warten, bis es hell wird. Können wir auch machen. Welches denn? Siehst du hier eins? Nee. Aber ich dachte, also ich sag auch mal was Schlaues. Hier, hier die Treppen. Ja, das ist alles. Das sind auch Blumen und so. Ich habe auch Kondome dabei. Geil, Tobi. Das ist, Hatte ich gehofft. Du piepst hier in dem Spiel manchmal was. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ja, eben, ne? Dieses Bdidid. Ja, was ist das? Das könnte auch die Casio mal Mikrofon sein. Casio? Die Uhr in meinem Mikrofon. Wie sagst du eine Uhr in deinem Mikrofon? Just for fun, damit ich im Stream sehe, wie spät es ist. Ach so. Okay. Ja. Und die mache ich in die ab und deswegen habe ich die manchmal auch in der Aufnahme. Oh. Frag einfach nicht. Aber wir haben jetzt 0 Uhr, deswegen hat die Piep Piep gemacht wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Geisterstunde. Bis wir oben sind, ist übrigens wieder hell. Ja, ich merke das schon. Aber Alter, die müssen dringend was wegen der Dunkelheit machen. So. Oh, und da müssten wir jetzt oben sein. Geil. Toll gemacht, Tobi. Was denn? Weiß ich nicht. Ich wollte nur irgendwas sagen. Ach so, okay. Puh, keine Ahnung. Folgenende. Das Ding hier lasse ich mal liegen. Das brauche ich nicht. Was? Lässt du da liegen? Ja. Ach, diese Presseweste? Okay, ja gut. Ja, ja. Finde ich auch ein bisschen low. Weiß nicht, warum ich die mitgenommen habe. Hab noch nie eine gesehen, deswegen glaube ich. Hm. Weil da Press draufsteht. Hm. Ich glaube, wenn ich in der Zombie-Apokalypse, also wenn das so wäre, würde ich glaube ich auch auf dem Hochhaus gehen. Ja, aber Zombies können doch, also ich weiß natürlich nicht, ne? Wissenschaftlich ist ja nichts belegt, aber können Zombies nicht in Hochhäuser rein? Und vor allen Dingen, wenn du oben im Hochhaus bist, wohin flüchtest du dann, falls irgendwas ist? Ja, ich springe runter einfach. Achso. Kein Bock auf die ganze Scheiße. Ja, so. Gut, das ist anders abgelaufen, als ich dachte. Ich dachte, du willst überleben. Nein, hey, da war nie die Rede von. Ach so. Nee, dann ist das schlau. Dann machst du das genau richtig. Ja. Ansonsten bei einer Zombie-Apokalypse, ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Ich glaube, ein Boot wäre echt das Schlauste, ne? Ein Boot wäre, glaube ich, am schlauesten, ja. Ja, oder eine Insel oder sowas, aber dann lieber ein Boot. Ich meine, eine Yacht oder sowas, eine geile. Wird ja eh nicht so gefragt sein. Und dann so ein kleines Boot zum Hin und Her. Boah, dann hast du da noch so Karottensamen überall dabei und so einen kleinen Minigarten unten drin. Ja, das wäre halt nice. Oder vielleicht kannst du ja, ich weiß nicht, das geht so schwimmende Gärten eventuell. Ja, oder Fischen. Du hast ja jede Menge Fisch auch eigentlich, ne? Da fällt mir ein, wir könnten mal wieder Raft spielen. Oh ja, Raft hatten wir damals im Stream gespielt, ne? Das war eigentlich ganz lustig. Ne? Ja, das soll ja inzwischen auch ausgebaut sein und so. Da soll ja noch viel mehr dazugekommen sein. Das könnten wir auch mal wieder machen irgendwann. Das können wir echt mal wieder spielen. Ist das da unten ein Helikopter? Ja, da liegt ein Helikopter und gecrasht da. Ja, stimmt. Cool. Waren wir da schon mal? Und ein Bus? Ich glaube nicht. Ein Bus mit lauter Mannequins drin. Mannequins? Mannequins. Entschuldigung, Tobi. Mannequins. Mannequins. Da kommt der Franzose wieder erst wieder raus. Die Schnauze, Tobi. Was ist denn hier? Liebe Zuschauer, schaut euch mal die Mannequins da unten an. Hast du mich gerade gehauen eigentlich? Hä? Nee, wieso? Hä, wieso hast du da eine Knarre gezückt? Weiß ich nicht. Es ist meine Pistole. Le Desert Eagle. Aber dann lass mal nächste Folge gucken, was da unten ist. Ja, würde ich auch sagen. Finde ich nice. Machen wir. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Folge und gucken mal bei den Mannequins, Tobi. Mannequins. Mannequins. Ja, gut. Mannequins. Machen wir. In der nächsten Folge. Merci. au revoir. Oulala. Tschüss.